Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Evoland 2 mit dem Gecko Climber. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben und haben einen extrem harten und epischen Kampf gegen die Zauberer gehabt. Das waren nur drei. Jetzt müssen wir mal gucken, was uns im Schloss Dämonia erwartet. Leutnant, ihr seid die Macht unserer Armee. Ihr erfüllt die Herzen unserer Feinde mit Angst. Eure Kraft und eure Grausamkeit haben euch einen furchteinflößenden Namen eingetragen. Die vier apokalyptischen Reiter. Nein, das ist nichts. Es funktioniert nicht mehr. Was meint ihr, das ist nichts? Wir haben die Pferde verloren. Sind sie tot? Nein, wir haben sie tatsächlich verloren. Damit meine ich wirklich verloren. Nicht in einem Moment waren sie noch da und im nächsten Moment wie vom Erdboden verschluckt. Vielleicht haben wir sie anderswo gelassen. Jedenfalls sollte man uns jetzt wohl eher die vier apokalyptischen Infanteristen nennen. Allerdings klingt das nicht annähernd so furchterregend. Mein Herr, alles in Ordnung? Macht euch bereit. Um den Sieg zu sichern, entfessle ich die Mächte der Finsternis selbst. Hört sich großartig an, mein Herr. Womit habe ich das nur verdient? Endlich haben wir Schloss Dämonia erreicht. Es hat schon bessere Zeiten gesehen. Ich bete, dass es Überlebende gibt. Sputen wir uns. Hab Dank, dass ihr euch in diesem Krieg so wendig wie standhaft erwiesen habt. Ich hätte die Truppen wohl kaum mit solcher Führungskraft befehligen können. Naja, über das, was wir in den letzten zwei Folgen gemacht haben, reden wir mal lieber nicht. Hab meinen aufrichtigen Dank. So, 590. Ich glaube, das können wir vergessen. Gibt es hier irgendeinen anderen Weg? Ich würde die Sache gern irgendwie ein bisschen sinnvoller angehen, aber ich glaube, das können wir vergessen. So. Also. Oh mein Gott. Schatztruhen. So, das sind die drei Leute, die Leutnants. Oh, und der Großmagus. So, hier haben wir zwei Katapulte stehen. Hier haben sie die Reiter und hier haben sie die ganze Infanterie, auch wieder mit einem Katapult. Okay, also wir sind ja in der letzten Folge, das letzte Mal ja auch recht gut damit gefahren, dass wir jetzt gesagt haben, und die roten sind, glaube ich, die Stellen, wo ich hinhauen könnte. So. Okay, das heißt, ich würde sagen, wir planen einfach mal einen Überfall auf diese Seite hier. So, und auf jeden Fall müssen wir diesmal ein bisschen besser auf unsere Bogenschützen aufpassen. Die sind halt tatsächlich Gold wert, aber Kisifrid Sibok. Was? Ich beschwöre höllische Flammen. Thank you.
So, ich glaube, wir sollten dann lieber gucken, dass wir, hier oben nach Möglichkeit wegkommen. So, wenn ich jetzt mit der jetzt nach da laufe. Moment, mit dem nach hier. Wieder schützen. Wieso kann ich mit dem nicht hier durch? Ist das ein Käse? Ah, und ich kann ja wieder auch nur... Ist das ein... Nee. Ich würde fast sagen, ich warte hier mal noch. Und bewege mich hier jetzt einfach mal in diese Richtung. Obwohl, nee, Schlitzer, genau, in diese Richtung. Das könnte doch funktionieren. So. Yep. Was? So weit hinten sind die schon? Verdammt! Ah, da kriege ich nur die hier, aber egal, das bringt auch schon mal was. Bringt mir alles hier nur bedingt was. Verdammt, ich krieg den nicht. Was machen wir denn jetzt hier mit dem... Nein, dahin, aber der bringt mir auch nichts. Soll ich jetzt die Fina den Wölfen zum Fraß vorwerfen oder was? Das ist aber uncool. Nein, wieso warte ich schon wieder? Ich soll doch schützen hier. So, ich baue wieder mal Mist. Thank you.
So, toll, jetzt haben wir die Fina schon direkt verloren. So, die höllischen Flammen, meinetwegen. Also ich wäre jetzt dafür, wir opfern die jetzt einfach. Dafür kriegt der jetzt mit dem jetzt erstmal los. So, den sind wir auch los. Warum laufe ich mit dem eigentlich hier hin? Ich wollte eigentlich lieber hier hinten rumlaufen. So. So, ja, die ruht sich aus, alles klar. Ich glaube, wir müssen dann hier nachher noch mal eine Runde ran. So. Der geht nach hier. So, den sind wir schon mal los. So. Das macht mir das Ganze natürlich meine komplette Taktik kaputt. Okay, der da unten macht mir nicht viel. So, jetzt wo wir hier so gut geschützt sind, holen wir uns erstmal das Katapult. Ziehen jetzt erstmal unsere Leute hier hinterher. Schade, ich hätte mir das vorgestellt, dass das ein Ereignis jetzt die, Ach, ich krieg nur den. Ah, das ist ja blöd. So, dann holen wir uns mal den Großmarkus. Ich hoffe mal, den habe ich auch wirklich auf Schützen eingestellt, sonst haben wir jetzt nämlich gleich echt ein Problem.
Oh, der kann das auch? Das muss mir doch erstmal einer sagen hier. Nö, das bringt mir nichts. Den krieg ich nicht. Mit dem krieg ich ihn auch nicht. Ja, jetzt haben wir verkackt. Und zwar ziemlich. Ja, wie machen wir das jetzt? Jetzt muss ich meine Leute wieder auseinanderziehen. Na toll. Ich glaube, das haben wir ziemlich verloren, so wie ich das gerade sehe. Ja, genau das habe ich mir gedacht. Aber mit dem, was wir hier jetzt haben, können wir uns noch einen, Ritter oder Paladin? Ritter oder Paladin? Ich glaube, wir nehmen mal so einen Ritter. So. Okay, und da die letzte Folge so lang war, machen wir es jetzt hier nochmal. Ja, dann reicht halt nur ein pro Folge für einen Angriff. Ich denke, wir werden noch ein bisschen beschäftigt sein. Wir werden mal gucken, wie wir in der nächsten Folge hier weiterkommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!